Happy Birthday to you. Passt ja. So. Ich mach glaube ich mal Fenster zu. Heute ist Donnerstag, das ist Days After und ich habe gerade schon gespielt, ich habe es aufgenommen. Alex ist das Video kaputt, deswegen muss ich jetzt nochmal was aufnehmen, nochmal irgendwas machen. Deswegen viel Spaß, bis gleich. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier so machen. Also, erstmal mache ich jetzt hier Musik über Headset, nicht über die Box. Ah, gerade geärgert. Über 2 Stunden gespielt, aufgenommen, 2 Sachen gemacht, die ich vorher noch nie geschafft habe. Und jetzt, keine Ahnung. Alles kaputt. Sowas von ärgerlich. Kennt ihr sowas, wenn ihr mal was schafft? Und dann ist sozusagen keiner da, der es gesehen hat. Aber ich werde mir jetzt eine Armbrust einmal bauen. Ja, das müsste reichen. Ich weiß nicht genau, wie viel ich brauche, aber Armbrust. Ich habe meine Maschinenpistole verballert. Ich habe meine Pistole verballert. Ich habe 2 Armbrüste zerschossen und 1 Nagelpistole. Alles, was ich hatte, ist kaputt. Und die Aufnahme auch. So ärgerlich. Also mit den Ei bin ich noch gar nicht richtig fertig. Weil ich muss da mal kurz unterbrechen. Deswegen werde ich da jetzt gleich weitermachen. Weil ich bin auf dem Schrottplatz. Gerade, also jetzt gerade bin ich noch in meiner Basis, aber ich habe Schrottplatz angefangen, kann ich ja gleich nochmal alles zeigen. Oh, hier Schwefel brauche ich doch. Ach, nicht hier. Da oben. Computer, der ist hier unten. Irgendwo. Hier, da ist er. Die Ohren können wir auch noch wegpacken. Voll hier. Schmeißen wir sie hier rein. Ich kriege immer mehr Ohren. Ich werde die gar nicht los. Auch noch Handschuhe und eine Mütze. Handschuhe, Mütze, da brauche ich glaube ich auch Stoff und Seile für. Schauen wir mal kurz. Warte, Mützen habe ich. Und nur Handschuhe. Handschuhe, 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 Handschuhe. Ne, die kann ich nicht herstellen. Aber diese. Ausrüsten. Zack, zack, zack. Was war auch hier rein? Für nächstes Mal. Die Mütze habe ich hier hinten eine. Ausrüsten. Können wir die Schuhe da vorne wieder reinschmeißen. Das nehmen wir noch mit. Werde ich wahrscheinlich gebrauchen. So, wir sind ausgerüstet. Schuhe. Nehmen wir mal ein paar Schuhe mit.
Habe ich hier rausgeholt, da sind nur noch Waffen drinne. Und Schuhe. Hier war ja alles voll gewesen. Alle vier Kisten waren komplett voll mit Rüstung und so. Da hatte ich ja gesagt gehabt, am Montag muss man die Sachen loswerden. Deswegen habe ich sozusagen nicht mehr gefarmt. Ich habe jetzt nur noch die ganze Zeit Sachen gemacht. Also ich war einmal hier. Das habe ich vorhin gemacht, aufgenommen. Und da hatte ich C2 geschafft. Und die zweite Übung da. Und jetzt bin ich hier. Ich werde da. Ich laufe jetzt immer zu Fuß hin. Und wenn ich da zu Fuß hinlaufe, schaue ich mir mal das Video an. Und was ich da kriege, behalte ich dann in der Post. Und wenn ich das dann brauche, dann nehme ich das raus. Also dann schaue ich jetzt schnell ein Video und wir sehen uns hier beim Dingens wieder. Bis gleich. Okay, wir sind am Schrottplatz angekommen. Dann zeige ich euch nochmal das, was ich vorhin gemacht habe, was leider durch die Aufnahme jetzt kaputt gegangen ist. Ich war also hier Schrottplatz, da habe ich alles frei gemacht. Hier oben war eine Kiste, die hier oben, die musste ich looten. Da war, ich glaube, ein Lenkrad drin gewesen. Nee, irgendwas war drin gewesen. Da musste ich hier rüberlaufen. Es wird auch immer hier mit dem Campfeil angezeigt. Da musste ich hier hinten in der Ecke die Kiste looten. Da war ein Schlüssel drin. Warte mal, war das diese Kiste oder... Ne, die war das. Genau, hier. Hier war der Schlüssel drin. Da musste ich hier zurücklaufen. Hier vor der Tür war ein Truck, da musste ich den Schlüssel und den Lenkrad benutzen. Der ist dann hier hochgebrettert, hier reingefahren und dann war dieses Eck freigespielt. Auf dieser Seite hier war alles voller Banditen und Wölfe und hier oben sind jetzt gerade nur noch Zombies. Die ich noch teilweise looten muss, weil meine Tasche voll war. Ich bin insgesamt hier zweimal gestorben bislang, ich bin ja noch nicht fertig und man kriegt hier mal diese Bits wieder. Die Schokoriegel. Du brauchst 20, aber man braucht 20 Schokoriegel. Dann kannst du die Treppe hier hochgehen. Also man kann auch so die Treppe hochgehen. Und mit diesen 20 Schokoriegel kannst du einen Handel mit diesem Mann hier ausüben. Gibst du 20 Schokoriegel, gibt er dir hier eine Kiste. Und da sind halt gute Sachen drin, die man gebrauchen kann. So, und ich war jetzt hier so stehen geblieben. Dann war ich gestorben und ja, dann war ich hier gestorben. Und ja, war gestorben und dann musste ich halt das Video unterbrechen. Und dann wollte ich es gerade fertig machen, weil es war auch schon ein bisschen viel gewesen, was ich gefilmt hatte. Deswegen wollte ich das Video hochladen. Ich habe halt gesehen, dass es immer so gewackelt hat, das Bild. Weiß nicht warum. Total kacke.
Und dann haben wir gesagt, komm, dann mache ich jetzt noch mal ein Video. Es wackelt immer noch. Warum wackelt es immer noch? Immer wenn ich die Maus bewege. Okay. Wenn ich laufe und die Maus bewege, wackelt es. Warum ist das so? Ist das hier wegen dem Finger? War das beim anderen Video auch? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Müssen wir nochmal nachschauen. Ah, hier ist auch ein Helm. Schuhe. Ich glaube, ich muss mal den Finger hier umändern. Ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Ich probiere es aus. Ist immer noch so. Warum? Warum ist es so? Das ist sowas von ärgerlich. Na gut, ich mache jetzt erstmal das Video hier fertig und probiere es dann beim nächsten Mal wieder zu ändern. Boah, wie viele Zombies sind denn da noch? Ist ja noch richtig viel los. Um Gottes Willen. Immer wenn ich was mit der Maus mache, wackelt das. Warum? Auf dem Monitor nicht, nur bei OBS wackelt es. Einfach probieren, nicht die Maus zu bewegen. Oh, ist auch eine Armbrust. Okay. Bleib stehen, bleib stehen. Nee.
das gewusst, wäre ich hier gar nicht reingelaufen. Das ist cool. Okay, hier gibt es eine Mütze. Aber Schuhe. Das ist der Boss. Gab es hier nicht noch andere Zombies? Oder war es der einzigste jetzt nur noch? Ah, da warst du noch welche. Was ist das, Simon? Okay. Ist auch down. Gibt es noch den Boss. Von denen irgendwie weglaufen? Hier ist eine große Fläche. Ich kann nirgendwo ringsherum laufen. Das ist ein bisschen doof. 1000 Lehm hat der. Hier ist mal Mütze. Einfach alles erstmal nehmen. Weil es könnte sein, dass ich sterbe. Ich habe doch Schuhe. Mensch. Ich habe doch Schuhe. Okay. Eine Armbrust nur. Oh. Das hätte ich nicht geschafft. Schnell die Armbrust holen. Wo war die?
Nein! Das war die falsche Seite. Oh, drei Leben. Hier ist mal richtig was los. Oh, den brauche ich. Nee, noch nicht nehmen. Jetzt. Ich muss hier infiziertes Wasser trinken. Der letzte hier? Nee, es geht immer noch weiter. Heftig. Aber kurz infiziertes Wasser trinken. Wie hoch geht infiziert? Bis 300. Okay. Ach, der letzte. Gut, dann haben wir jetzt sozusagen den Schrottplatz fertig. Müssten jetzt eigentlich nur noch den einen Boss besiegen. Aber dafür bräuchte ich bessere Sachen. Und da komme ich so schnell jetzt nicht ran. Deswegen werde ich hier jetzt einmal alles abfarmen. Also ich werde zur Basis rennen, die ganzen Sachen wegschmeißen, aus meiner Tasche rausholen. Und
Und dann werde ich hier wieder hierher kommen, die anderen Sachen alle abfarmen. Ich kann noch mal so eine Kiste holen. Da müsste ich kurz zwei Felder freimachen. Also den weiter mal lieber. Oh. Dann wir nochmal hoch zu den Typen. Schauen, wie viel er braucht. Hey, hier rein. Da ist der Eingang. Ich glaube, ich habe ihn 7 gegeben. Also 17. Nehmen. Können wir nochmal 20 geben. Teilen. Wohl. Ich habe gerade von denen genommen. Ach, jetzt sind da doch alle zu einem. Das wollte ich verhindern. Ich wollte die 3 Riegel fürs Geschenk basteln machen. Naja, egal. Da habe ich jetzt so 3 Sachen verschenkt. 3 Riegel. Egal, egal. Und da sind halt solche Sachen drin, die man gut fürs Auto braucht. Ich werde nochmal ein paar Sachen hier einsammeln. Dann muss ich wieder hierher kommen. Okay. Pferd rufen. Mal die Mütze rein. So, zur Basis, einmal kurz recken, Sachen abgeben, neue Sachen holen und dann wieder hierher laufen. Deswegen, bis gleich. So, wir sind hier wieder in der Basis angekommen. Oh, ich darf die Maus nicht bewegen. Wenn ich die hier bewege, ist das auch? Ne, nur offen. Okay. Dafür muss ich ja nochmal was einstellen. Keine Ahnung. So, ich wollte euch auch mal zeigen, was da in den Kisten drin sein könnte. Dafür muss ich erstmal kurz ein bisschen Platz in meinen Rucksack schaffen. Aber bislang schlecht aus. Okay, hier.
dreimal geöffnet. Ah, der Ballon. Gut, dann packen wir die anderen Sachen jetzt da rein, wo sie hingehören. Ah, die könnte ich auch benutzen noch. Da war das. Überleben. Ach, der ist schon fertig. Kürbis. Benutze ich ganz selten. Überleben. Ach, Kürbis haben wir gerade schon mal. Zum Herstellen. Waffen. Erhöht den Schaden von Schlagkrieg. Stelle ich selten her. Den Schaden von Metallrohren stelle ich selten her. Ich stelle eigentlich sowieso selten her. Ich nehme meistens nur die Sachen, die immer da sind. Ha. Kann das vielleicht sein, dass ich irgendwie schon weiter bin? Jo. Ach, das war Level 2, ne? Shit. Auch viele Tiere, machen wir es noch. Geht noch höher. Nur 4. Na gut, na gut. So, die Seile noch schnell wegwerfen. Das Trinken schnell wegwerfen. Den muss ich auch noch. Die Kabeltrommel ist hier draußen. Hm.
Mütze hier rein. Ja. Und jetzt öffnen wir die beiden Kisten. Verwenden. Das brauche ich fürs Auto. Das auch, aber ich glaube, das habe ich schon voll. Und das für Schießpulver. Und noch einmal öffnen. Oh, schön. Den brauche ich. Das ist schön. Das Geschenk oben einmal abgeben. Jetzt brauche ich nur noch die 2er Vase oder die 3er Vase, weil das habe ich auch. Schuppi! Schwefel noch mal kurz loswerden. Jetzt die Waffen loswerden und die beiden Sachen mitnehmen. Brauche ich auch nicht mehr. Vorsichtshalber werde ich nochmal die beiden Sachen mitnehmen und was zum Essen. 20, 30, genau. Gut, jetzt aber zurück. Wir werden die Sachen abfarmen. Dann bis gleich. Und da wären wir wieder auf den Schrottplatz angekommen. Wird jetzt das. Einmal kurz die Kiste suchen, die hier vorne irgendwo ist. Da ist die andere Seite. Da will ich einmal die Beine reinpacken. Nicht, dass ich. Weil er verwendet erst einmal die Beine, bevor er die Beine schwachen nimmt. Also die Beine. Deswegen habe ich die weggetan, nicht, dass die zuerst kaputt gehen. Achtung, es wackelt kurz. So, während ich jetzt hier nochmal alles abfahren, könnt ihr euch ja den Schrottplatz einmal anschauen. Wir sind noch hier in der ersten Phase von Schrottplatz. Ich nenne das jetzt mal die erste Phase. Die zweite Phase wären das mit den Zombies und die dritte Phase ist das, wo der Zombie-Boss da rumschwirrt, der noch lebt. Jetzt sind wir in der zweiten Phase, wo die Zombies alle sind. Kaputt. Mal kurz was herstellen. Warte mal, war der Hammer kaputt oder?
Das ist die Axt. Steinaxt. Dann ist der Hammer kaputt. Herstellen, Hammer. Einmal. Sieht aus, als ob da immer so ein Schatten hinterher zieht. Ja. Gut. Weiter geht's. Es wackelt wieder kurz. Rennt der ganz hin? Oh, bis dahin. Warte mal. Wir nehmen die Kisten gleich mit, die hier angezeigt werden. Ups, Richtung. Kiste. Hier noch eine Kiste. Also eigentlich cool, der Schrottplatz. Ich glaube, ich müsste hier öfters hinlaufen. Da ist noch eine Kiste. Gleich muss ich was futtern. Kiste. Okay, ich muss gleich noch mal hierher laufen. Noch eine Kiste. Supi. Alles weg. Ah, doch noch was da. Und da jetzt hin. Lauf doch mal ganz zurück. Steht noch ein Baum. Oh, hier ist noch was. Ganz ein Abfang. Zack voll. Aber hier sind noch Sachen. Also, müssten wir mal kurz wieder ein paar Sachen wegschmeißen. Autosuche gehen und nochmal den Rest farmen. Das ist alles? Na super. Und dann laufe ich nochmal hoch zu den anderen Kisten. Sammle die ein. Dann laufe ich wieder zur Basis. Schmeiß die Sachen raus. Dann laufe ich wieder hierher. Die restlichen Sachen und dann ich habe noch gar nicht geschaut, ob ich mit den anderen Hammer und
Axt was abfahren kann. Ach, jetzt muss ich mal zurücklaufen. Ach, hier ist sowieso noch was. Und da auch noch was. Hier kriegt man viel Sachen. Auf jeden Fall wieder so eine Maschinenpistole oder Maschinengewehr. Die Kiste war noch gar nicht auf. Eine Pistole. Auch nice. Eingang. So, gleich geschafft. Richtig da. Ich habe hier ein Problem. Schüsse voll. Was? Okay. So. Okay. Also reicht es, wenn ich hier mit dem kleinen Hammer und kleinen Axt herlaufe. Gut, dann jetzt geht es zur Basis. Nochmal ein Gegenstück gleich mitnehmen, ein Gegenstand. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.